Ich hoffe, dass mein Ding jetzt wieder lädt hier. Ja, der Herr Steiber bricht jeden Stream ab, wo man 60 Minuten keine Donations kam. Ach, ich bin so müde. Echt? Hey, Mixmaster, die Gresti. Mixmaster. Ich musste gerade aufhören mit Metro, weil es nicht mehr geklappt hat hier. Gab jedes Mal Fehler. Ich muss auf den Patch warten, sonst kann ich nicht mehr zocken. Alter, 3 Euro vom Holy Fab, geile Sache. Geile Sache. Und als dahin hat er geschrieben, für die Frauen. Du bist ja verrückt hier. Merci dir, mein Freund. Merci dir. Geiler Kommentar hier. Achso, muss ich für die 3 Euro muss ich einer Frau ein Eis kaufen, oder? Ich kann mir selbst keins kaufen. Vielen Dank hier. Geile Sache. Super, ey. Und voll erschreckt hier wieder. Das ist so krass. NFS, solche Wörter nicht. Alter. Alter. Was soll das? Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht. Achso, das geht ja hier. Got some people out there. See if they want to link up. Grüß dich, Mixmaster. Ja, und zwar bin ich ganz normal gestorben im Spiel, bin auf schnelles Laden gegangen, dann war immer Freeze. Und dann musste ich das Spiel beenden mit Alt F4. Dann konnte ich das Spiel nicht mehr starten. Dann musste ich es ein paar Mal mit dem Taskmanager beenden, das immer wieder. Solche Probleme wie du sie mir beschreibst, sind mir nicht bekannt. Ja. So was schreibt man nicht hier, mein NFS-Freund. Das FD schreibt man nicht. Ist ja nur der Chat gelöscht. Ich musste es aber über einen Bot machen, da ich über den normalen Account rausgeflogen bin anscheinend. Ja, nee, also ohne Scheiß. Ich bin gestorben, lade letzten Spielstand und dann Freeze. Dann musste ich entweder mit Alt F4 oder mit Taskmanager die Metro-Exe beenden. Dann das Spiel wieder gestartet. Dann fragt er dich ja, wollen Sie abgesicherten Modus, ja oder nein? Wenn ich nein mache, dann kann ich das Spiel erst gar nicht starten. Im abgesicherten Modus geht es dann, aber dann fliege ich dann wieder raus und dann muss ich nochmal starten. Also die ganze Zeit. Und ich habe jedes Mal Angst, wenn ich das Spiel lade, dass ich rausfliege. Und dann bin ich einfach so rausgeflogen. Spielstand geladen und dann rausgeflogen. Ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme. Ich musste deswegen das Spiel beenden und wieder so Crew spielen. Man hat halt so keinen Spaß gemacht, weißt du, wenn du wieder rausfliegst.
Nein, nein, jetzt ist da. Jetzt ist da Gegenverkehr. Gags, wir machen NFS in etc. auf die Blacklist. Und dann gibt es 10 Monate Timeout. Okay, dann. Und dann zwing ich dich, es zu schreiben, oder was? Lieber nicht, sonst bin ich dort für immer. Schon mal Dateien überprüft über Steam? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich machen? Könnte ich machen. Yo, Leute hier. Jo, mach nur, ist kein Problem. Mach nur. Mach das, was du am besten kannst, flamen. Jeder hat so seine Qualitäten. Dann nichts mehr, oder was? Ach, ich hätte abbiegen müssen, lol. Ich hätte abbiegen müssen. Ich glaube, dass sich Style abgemeldet hat vom Hartz IV. NFS hier mit nicht sauer sein, nimmer nur mit der Ruhe. Alter, der soll mal zu mir auf den Dach kommen. Der hält keine 3 Stunden Arbeit aus bei 35 Grad. Wie meinst du auf dem Dach in 35 Grad? Ich glaube, mich hatte vorhin Penny schon gewarnt, dass der Controller leer geht, aber es war vor einigen Stunden. Scheiße, eins verpasst. Shit, ich habe 2 verpasst. Ja, lol, ich hab 2 verpasst, ey. Schade. Dachbegrüßung, okay. Dachbegrüßung von irgendwie Insider von Dachdeckern oder wie oder was? Ich check das schon mit den 35 Grad auf dem Dach. Ist schon krass anstrengend. Hab das irgendwelche Hintergründe bei dir? Wow, genau. Jetzt muss ich die alle verpassen, weil da so ein scheiß LKW war. Lag mich doch. Hi Gags, the crew, sollte das nicht nur bis gestern gehen? Ich glaube, das ist irgendwie nach amerikanischer Zeit. Die sind ja noch im Gestern. Die leben in der Vergangenheit. Er ist selbstständig. Er bekommt kein Hartz IV oder ähnliches. Wer ist denn dieser? Achso, ist ein Streamer oder was? Der Style, okay. Alles klar. Ich meinte doch nicht Gags, Freunde der Nacht. Also ich glaube, in Amerika ist noch gestern, die befinden sich noch am Freitag. Die sind nicht so modern, die sind am Samstag, weißt du, so wie wir.
Was willst du denn da machen, hey? Also, Mixmaster, ich hab's so probiert, eine, keine Ahnung, halbe Stunde oder was, immer wieder rausgeflogen. Insgesamt, glaube ich, eine Stunde und. Ja, war halt doof. Aber hey, wenn das Problem sonst nicht auftaucht, dann könnt ihr es ja auch nicht fixen mit dem nächsten Patch oder so. Wow, nein, 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 nein. Oh shit, ich bin so cool gefahren vorhin. In jedem Land leben sehr faule Menschen. Hey, yes. Guten Abend. Guten Abend, mein Freund. Ich dreiz mich da an, einfach überhole ich, glaube ich, spinne. Na. Ja, endlich Gold. Schon gedacht, jetzt wieder schmarrn. Ich bin ein bis zwei nämlich ja in den USA und ich muss schon sagen, die sind viel fauler, meinst du, okay? Da sind viele Fahrer in den USA, sind dementsprechend circa 6,8 Stunden hinter uns. Ich das fordere aber sehr viele. Weil mir das geil, wenn man ein riesen Grundstück hat. Gex spielt hier nur 2. Nicht so ein Konsolenscheiß, Sarkasmus. Achso, du mit deinem Sarkasmus-Schild. Zu viel Schelden geschaut oder was? Aber ich kann anscheinend. Ne. Ich spiele jetzt sowieso das hier noch, aber ich bin ja am Downloaden. Ach, ist eh schon fertig, ist ja hier ruckzuck bei mir. Aber ich kann es anscheinend nicht spielen momentan, da ich muss mein Konto verknüpfen mit Steam oder so. Und das muss ich dann erst später machen, weil ich erstmal nach meinen Zugangsdaten suchen muss. Oder schauen, rumprobieren, weißt? Kann man eigentlich bei The Crew jedes Auto auf gleiche Niveau bringen oder ist da immer irgendwo Schluss und man braucht ein anderes Auto? Achso, kannst du schon machen. Du musst halt nur mit jedem Auto die ganzen Aufgaben nochmal erledigen, wenn du es dir frisch kaufst. Wenn du so eine Challenge abschließt, hier bei dem würde ich einen neuen Auspuff kriegen und wäre dann besser als jetzt. Du kannst mit jedem Auto eigentlich alle Aufgaben machen. Nur dass das Grundauto ist halt mal besser und mal schlechter. Also, ich glaube, so wie du es meinst, gibt es kein Limit. Du musst halt nur die dementsprechenden Challenges machen, damit du dein Auto dadurch pimpen kannst oder aufmotzen kannst. Wieso denn, Penny? Er kann doch sagen, wenn er Konsolen nicht mag. Ist doch nicht schlimm. Kann doch jeder seine Meinung äußern. Sei doch nicht so. Passt doch. Nee, nicht gehen, du bleibst.